Europaparlament dreht sich gegenwärtig alles um die Anhörung der Kandidatinnen und Kandidaten für die zweite Barroso-Kommission. Ich bin gerade rausgekommen aus der Anhörung der irischen Bewerberin für den Posten der Kommissarin für Forschung, Wissenschaft und Innovation, Frau Gegenkamp. Gegenwärtig, würde ich sagen, muss man noch eine gemischte Bilanz ziehen. Ich könnte mich jetzt noch nicht entscheiden, nach dem, was ich bisher selber gehört habe und was wir in der Fraktion diskutiert haben, ob ich zu dieser Kommission insgesamt am Ende Ja sagen kann oder Nein sagen werde. Nicht gut war Frau Ashton, die neue, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, europäische Außenministerin. Die hat nicht nur gezeigt, dass sie vieles noch nicht weiß, das kann man ja alles lernen, sondern sie hat auch wenig Vision, wenig Ehrgeiz gezeigt, wenig Ambition, aus diesem Job wirklich das zu machen, was der Lissabonner Vertrag eigentlich vorsieht, der nämlich sagt, dass bis auf die Sicherheitspolitik die europäische Außenpolitik zentral von der Kommission gemacht werden soll. Den Anspruch hat sie nicht glaubhaft verkörpert. Andere, die besser waren, gab es auch, also zum Beispiel der neue Kommissar für Entwicklungspolitik. Herr Piebalgs hat gute Noten gekriegt von Eva Joly und anderen Grünen, die daran teilgenommen haben. Und natürlich gibt es jetzt nicht nur so die ganz großen Fragen, die man stellt, sondern es gibt ständig den Versuch, die Kommissare auch auf bestimmte politische Zusagen festzulegen. Und was das Parlament insgesamt will, da gibt es übrigens eine große Gemeinsamkeit von der Volkspartei bis zu den Grünen, dass die Kommission zusagt, wenn das Parlament Initiativen fordert, dann werden Sie das nicht auf die lange Bank schieben. Barroso hat noch nicht gesagt, dass er das akzeptiert. Und jetzt ist schon die Rede davon, solange er das nicht akzeptiert, stimmt das Parlament über seine Kommission nicht ab. Also man sieht, da wird wirklich noch gerungen, aber man merkt auch, es ist mehr Interesse für diese neue Kommission, als es in der Vergangenheit gewesen ist. Das sagen die alten Hasen. Man merkt schon, in Europa ist durch den Lissabon-Vertrag eine zusätzliche Dynamik reingekommen.